würde ich sagen, kommen wir mal zu den harten Fakten hier. Ihr dürft jetzt alle ganz laut klatschen für unseren Experten Christian. Richtig, du kriegst auch noch ein Mikrofon, oh, ja, damit klar, man dich auch hört. Also ihr nicht, ihr müsst da so. Okay. Hört ihr mich denn so? Also wenn ich so, ja? Ja, okay. Also einfach laut schreien. Wir schreien diese Menschen hier an. Jedenfalls, Christian, heute werden ja gar nicht wirklich Clinton und Trump gewählt, sondern sogenannte Wahlmänner und Frauen. Was hat es denn damit auf sich, sag mal? Ja, genau. Man wählt nämlich eigentlich die Delegierten in den einzelnen Staaten. Das ist so ein 200 Jahre altes System, das irgendwie niemand mal überarbeitet hat. Und es ist so, dass jeder Staat hat verschieden viele Wahlmänner und Wahlfrauen und so weiter. Und wenn du eben einen Staat gewinnst, kriegst du alle Wahlmänner, alle Wahlfrauen dieses Staates. Das ist so ein Ding, das oft kritisiert wird. Und die wählen dann erst im Dezember eigentlich den Präsidenten oder eben die Präsidentin. Also das the winner takes it all Prinzip. Ist das genau, das ist oder? Diese Geschichte eben. Es ist egal, wie viel Prozent du hast. Solange du den Staat gewinnst, gewinnst du alle Wahlmänner, die es da gibt. Und wie ist es, wer wählt überhaupt Trump? Also welche Menschen kann er für sich mobilisieren? Ich glaube, es ist ja immer, das hattest du mir vorher schon erzählt, man denkt immer, das ist so diese weiße, eher arme Schicht. Aber ja, genau, man denkt immer, es sei so der männliche, die Arbeiterklasse irgendwie, die Trump wählt. Aber das stimmt irgendwie nicht. Es ist auf jeden Fall die weiße Mittelschicht, die ihn wählt. Die Arbeiterklasse wählt auf jeden Fall viel mehr Hillary. Das ist irgendwie so ein Mythos, weil man sieht immer diese Redneck-Typen, die besonders laut sind auf diesen Trump-Rallies. Aber die sind nicht seine Hauptwählerschaft. Und wie ist es mit den jungen Leuten? Also ich weiß, dass Bernie Sanders hat es ja geschafft, richtig viele junge Leute gerade für sich zu mobilisieren. Und wen wählen die jetzt? Und gerade welche Themen interessieren die? Und welcher von beiden, also Trump oder Clinton, wer schafft es, die für sich zu mobilisieren? Ja, die sind dieses Mal wichtiger, glaube ich, als bei anderen Wahlen, weil sie sind einfach mehr. Also die Millennials sind das erste Mal, dass sie wirklich so auf demselben Level sind wie die älteren Leute, demografisch gesehen. Und die sind eben an sozialen Themen vor allem interessiert, das heißt College Tuition, Welfare State, Healthcare. Und die sind 100% eher hinter Hillary, wenn sie überhaupt wählen. Das ist halt die große Gefahr. Also viele Leute haben Angst, dass sie so ein bisschen mit Hillary auch nicht ganz warm wurden und dann, nachdem eben Bernie Sanders nicht mehr im Rennen ist, komplett gar nicht wählen. Also das wird sich heute Abend zeigen, ob das der Fall ist oder nicht. Okay, wir sind gespannt. Christian, wir holen dich, glaube ich, später einfach nochmal auf die Bühne, oder? Einmal klatschen, ganz laut.